Und es geht weiter mit dem nächsten Part von Arcania Fall auf Seterif. So, wir sollen jetzt die Quest hier abgeben. Dazu machen wir mal schnell laufen. So, Tag Armin, was geht? Hast du die Wölfe getötet? Nee, weißt du. Ja, die Wölfe sind tot und eure Höfe wieder sicher. Ich danke dir. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber vielleicht kannst du es brauchen. Zeichen der Göttin erhalten 9000 Erfahrung? Wenigstens freut sich das Gemüse. Ja, und ich mich auch wegen der Erfahrung. Wahnsinn, 9000. Ist ja nice. Cool, ja. Das rockt doch schon mal sehr ab, wenn wir pro Quest hier 9000 Erfahrung bekommen. Wahnsinn. So. Jetzt sollen wir aber zum Nidengal hin und dazu laufen wir mal hier lang. Hier. Ich meine, wir haben ja eh keine andere Wahl. Und wir sehen die nächsten Gegner. Und das ist... Ach ja, die Schildkrötengegner aus dem Hauptspiel. Kennt man ja schon. Und wieder mal schlägt das Wetter in Minutentakt um. Eben noch voll stürmischer Regen. Und jetzt der strahlende Sonnenschein. So, bam. Sehr schön. So, die haben wir alle besiegt. Jetzt noch da vorne. So. Wir droppen wieder kleine Perlen. Haben wir hier durchwirkte Mana-Pflanzen, jo. Was ist das hier? Zartes Fleisch, Kochzutat, lecker. Ich könnte jetzt doch was zu essen vertragen, also schön lecker frühstücken. Das ist doch jetzt was, genau. Das meine ich diesen Part. Yum yum. So, schön einsammeln hier. Bevor wir jetzt hier weiterlaufen, gucke ich mal eben in diese Hülle hier nach. Ob wir da noch was haben. Also ich muss sagen, die Hülle sieht viel besser aus als im Hauptspiel. Die Höhlen, also Hut ab. Gott, ist mir was das denn? Dämonenmaul. Das sind Ding. Und meine alten Bekannten, die Lurker gibt es wieder. Aber in so einer Art. Ja, andere Versionen, so besessene Versionen, okay. Na dann. Okay. Besessene Lurker, ja. Also, anscheinend gibt es haufenweise Gegner aus dem Hauptspiel in diesem Spiel mit einem Zusatznamen wie Besessen, die hier als neue Gegner verkauft werden und was ich ja sehr, sehr schade finde irgendwie. Also ich finde das wirklich schade, dass ich zu so einer Sache greifen mussten. Ja,
Ah, der blöde Schaf verfolgt mich immer noch, ey. Krieg ja noch Verfolgungswahn hier. Ansonsten haben wir hier nichts Spannendes mehr, ne. Außer hier Schattenhäuptling im anderen Namen. Oh, was haben wir da vorne? Schwarzer Diamant. Okay. So, hüpfen wir es hier lang und wieder durchwirkt das Schattenhäuptling. So. Und wieder im Freien geht es weiter. Er hat einen Heiltrank. Cool. So, jetzt hier. Ja, nochmal. Also bisher sind die Gegner nicht fordernd. Also jeweils nicht fordernder als im Hauptspiel. Liegt halt auch daran, dass es dieselben Gegner sind. Nur mit dem Zusatznamen besessen. Naja. Finde ich jetzt doof gemacht, aber was soll man da jetzt so sagen? So. Aber die Grafik ist schon besser als im Hauptspiel, also das gefällt mir auf jeden Fall. Was haben wir da? Sieht aus wie Varane. So. Feuerwarana, hui. Und natürlich mal wieder Besessene. War ja klar. Fragen wir anders, warum sie keine neuen Gegner machen konnten. Also bisher, Fazit, gleiche Gegner mit einem anderen Namen, gleiche Gegenstände mit einem anderen Namen, die jetzt hier irgendwie als neue Gegenstände und Gegner benannt werden. Naja. Aber dafür bessere Grafik. Gerade hier so in Höhlen. Und vor allem sehr, sehr geiler Sound. Also die Musik ist wieder super gelungen. Und ich muss schon sagen, gefällt mir mehr als im Hauptspiel. So, schweig still. So. Oh, was haben wir da vorne? Wieder Lurker. Da hau ich doch mal gleich einen Trank rein. Da waren los. Wow, wow, wow. Ganz los hier. Puh. Okay. Was haben wir hier? Geschliffene Viole. Wurst. Und zwei Truhen. Makelloses Weißaugenschild, Wurst, Kriegspfeile, Viole, Bogen der Rastlosigkeit. Mhm. Gold, magisches Erz, Belias Essenz, erhabener Heiltrank, Ring des Plünderers und altes Falchion. Also, ich werde erst später im nächsten Part die ganzen Gegenstände umrüsten, ausrüsten, gucken, was wir alles machen können, wegen den neuen Rezepten und so weiter. Aber vorerst werde ich hier erstmal Gegner plätten.
Vorsicht hier, das tut doch weh. Wuhu! So. Was droppen sie eigentlich? Eitrige Varanzunge ist sehr widerlich. Aber die Zunge eines Varans ist tatsächlich eitrig und mit unzähligen Viren verseucht und Bazillen voll und bla und... Also, das stimmt schon wirklich. So, noch eine Truhe. Seidenbandagen. Geschliffene Fiole. Axt der Stürme, oho. Trunk des Feldherrn. Nett. Ich bin ja auch jetzt gespannt, ob es... Also auch wieder Truhen gibt, die man mit so einem Schloss öffnen muss. Also mit Dietrich und so. Wäre schon nett. Kurzes Messer. Also das fände ich schon dann toll. Fiolen. Na. Und ich bin auch gespannt, ob es noch komplett... Au! Neue Gegner geben wird. Oder ob es hier mit diesen... Gegnern alles ist. Aua. Meine Fresse, sei doch mal chillig hier. So, da vorne war noch eine Kiste, die wollte ich öffnen. Gold, seterifische Seide, kleine Perle, Seidenbandage, eine Fiole und kurzes Messer. So, das haben wir hier nix. Ja, da auch nicht. Hier drin? Oh, eine Truhe. Was ist das denn? Göttliches Elixier der Stärke. Sieht eher aus wie so eine... Blutorange, rostige Axt, kurzes Messer, Stockfisch aus der Feder des Meisters, der edle Nasenhelm. Nasenhelm. Okay. Ein Nasenhelm. Und da können wir schon mal anschauen. Der Vulkan, der doch ein bisschen für Lavaströme gesorgt hat. Gehen wir doch jetzt einfach mal jetzt gechillt hin. Und treffen natürlich wieder auf Feuerwarane, die besessen sind. Ich hoffe, es wird geklärt, warum die besessen sind. Ob das vielleicht irgendwie ein bisschen Grund hat. So. Haben wir sonst hier? Bevor wir da jetzt hingehen, wo wahrscheinlich Ningal ist. Aha. Gehe ich doch mal in diesen beiden Höhlen hier rein. Spielstand erstellt. Ja. Oh. So. Schön einsammelt alles. Was haben wir hier? Schattenhäuptling wieder. Na, kommt her. So. Dann waren es auch die zwei.
So, Pilze hier, lecker. So, was haben wir da? Noch so ein Dämonenmaul, was einfach nur Erfahrung bringt. Immerhin. So, hier auch. Warte, da war doch kurzes Messer. Magisches Erz. Okay. Ich erinnere mich an Gothic 1 mit einem magischen Erz. Okay. So, das waren die zwei. Ja, komm her. Und da oben ist nix. Durchwirkter Schattenhäuptling. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich die Schattenhäuptlinge noch nicht mal im Hauptspiel verwendet. Ja, mal schauen, wie das hier wird. Ob man die durchgewirkten braucht. So. Ach, da vorne ist wieder einer. Na, komm runter. Komm. Und besiegt. So, komische Dämonengewächs hier. Na komm. Junge. Hallo? Geht doch. Warum nicht gleich so? Okay, ich sehe, dass da ein Pilz drin ist. Hm. Nett, nett, nett. Hat der noch was zu droppen? Zum Einsammeln? Nein. Dann gehen wir doch mal jetzt hier hoch. Was haben wir hier? Erhabener Heiltrank. Und eine Truhe mit. Aha, okay. Arkan macht. Morschkeule. Smaragd. Amschien der Unbezwingbarkeit. Mhm. Ah, Wurst. Wurst. Das ist alles? Nein, da war noch was. Rostige Axt, oh, wie toll. Göttliches Elixier der Stärke. Göttliches Elixier des Adlerauges. Eine Natur. Gold, siderifische Seite, magische Bandagen, oho, Kriegsfeuer. Erstgeschmiedete Streitaxt, also man kriegt schon gleich am Anfang der Erweiterung gravierte Fiolen. Erstmal das und jede Menge starke Sachen, wie Wurst und so weiter. Also nachdem wir auch diese Hülle erkundet haben, krieg ich doch mal in diese Hülle noch rein. Oder? Nee, das mache ich im nächsten Part, genau. Bis dann, euer Lager, tschüss.